Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen mal wieder den Great Vault öffnen und zwar diesmal mit nur zwei Charakteren, denn mit mehr brauche ich tatsächlich nichts mehr. Einmal mit dem Main und einmal mit dem Hunter. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Main an. Ich war mit dem jetzt mal wieder unterwegs, denn ich habe mir doch noch die Portale geholt von den aktuellen Mythic Raids, ne? War da in den Mythic Raids einmal unterwegs fürs Achievement, habe dann einen Boost Run noch mitgenommen. Und ja, mal gucken, was jetzt im Vault drin ist. Vielleicht kriege ich einen Temok raus, ne? Gear-technisch brauche ich tatsächlich nichts mehr. Hat einige Marken gegeben, ich habe mein ganzes Zeug abgegradet. Bringt zwar, wenn wir ehrlich sind, nicht mehr wirklich was, ne? Fürs Leveln ist es dann ein bisschen angenehmer, aber ja, sonst ist es natürlich jetzt relativ irrelevant. Heißt, jetzt können wir mal gucken. Ah, hier ist noch ein Temok-Item drin. Also wir hätten einmal ein Trinket, was mein Item-Level pushen wird. Aber gut, ist eigentlich auch wurscht. Dann haben wir einen Ring und einmal eine Taille. Und ich würde sagen, wir nehmen die Taille einfach für das extra Temok-Teil. Und ja, dann war ich noch mit dem Hunter unterwegs. Und zwar, übrigens, das hier irgendwie ist es ein Bug, keine Ahnung, heute ist ja nochmal ein kleiner Patch rausgekommen und dementsprechend spinnt da aktuell noch ein bisschen was. Was ich noch sagen wollte, ich habe ja diese Sets noch weiter vorangetrieben. Und zwar sind die hier drin, Lebenskatalysator und dann Season 4. Das ist jetzt komplett raus. Ich hatte ja das letzte Mal mit dem Priester ein Item gekriegt und habe dann quasi nur noch eins mit dem Hunter gebraucht. Mit dem Hunter hatte ich Glück gehabt und zwar war ich in einem HC-Raid unterwegs und habe dann die Taille hier gekriegt. Die habe ich dann auch in den Katalysator gepackt und dementsprechend auch das Hunter-Set im Mythic-Modus fertig und damit auch alle anderen Sets. Jetzt machen wir trotzdem den Vault noch auf, um einfach zu gucken, vielleicht kriegen wir jetzt aus dem Raid noch irgendwie ein Item oder so. Und mal gucken, es sind zwei Slots. Ernsthaft, da ist sogar auch eine Taille drin. Weißt du, jetzt habe ich aus dem Raid die Taille gekriegt und tada, zack, gleich in dem Vault noch eine Taille. Naja gut, egal, die können wir auch gebrauchen. Wenn ich die upgrade, dann kriege ich da nämlich auch noch ein Mock-Teil. Und ja, heißt, die Woche werde ich jetzt nichts mehr machen, um einen Vault zu kriegen. Ich glaube, da stand eh irgendwas dran, dass man ab nächster Woche nichts mehr kriegt oder was war da gestanden. Nach dieser Woche könnt ihr keine neuen Belohnungen mehr erhalten. Nach dem Start von The Wolf Inn gehen alle nicht beanspruchten Belohnungen verloren. Okay, ich hätte noch einige Belohnungen mit, glaube ich, Zwings, wo ich mal Timewalker war, die ich dann gar nicht mal aufgemacht hatte, weil das immer 5 Stunden gedauert hat, alle Chars durchzuloggen. Da könnte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen Gold einlösen. Aber ganz ehrlich, ich weiß auch nicht mehr, welche Chars das sind. Scheiß drauf. Ja, also da fangen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mal an. So, jetzt graden wir das nur ab. Dann kriege ich nämlich hier auch noch die Mythic-Belohnung. Oder die Temok-Vorlage. Und ja, dann sind wir eigentlich perfekt fertig geworden mit den ganzen Mythic-Sets. Nächste Woche kriegt man ja anscheinend nichts mehr raus. Und dann haben wir es quasi on point erledigt, das Ganze. Juti, heißt für die Vault-Openings war es das jetzt für Dragonflight. Die nächsten kommen dann wahrscheinlich erst in The Vault Within. Und da gibt es dann wieder quasi neues Glück, nee, neues Spiel, neues Glück. Irgendwie so sagt man. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.